So, guten Morgen, Knas. RDLP hier und weiter geht's mit dem Drug Dealer Simulator. Ja, ich wollte, bevor wir hier loszuckeln und Bestellungen machen, wie viele habe ich denn, noch eben gucken, ob meine Pflanzen draußen auch wahnsinnig gut gedeihen. Ah, oh, Rose! Ja, ich hab's gepackt! Ich hab's gepackt! Mein Ruf ist wieder halbwegs in Ordnung, dass Rose bestellt. Ja, mehr wollte ich ja gar nicht. Nee, also ich biete das halt gerade für 4 Dollar an, das Kokainprogramm. Kein Wunder, dass sie jetzt bestellt. Aber ich habe gar keine Wahl, ja. So, 88 Dollar. Ja, ich muss erstmal Wasser holen. Es geht nicht anders. Ja, scheiße, ich brauch halt irgendwie Geld. Aber wo soll ich Geld hernehmen? Ja, scheiße, ich habe halt gar kein Geld mehr. Oh mein Gott, Geld abheben oder erstmal Kontostand anzeigen. Ja, ganz toll. Ich bin pleite, Leute. Ich bin aber mal sowas von pleite. Sir, stop. Don't move, Ja, or we das wird tase schon your wieder. Wenn ass. mein Ruf erstmal hergestellt ist, dann kann ich auch wieder Koks für 50 Dollar das Gramm anbieten und dann ist die Kohle ganz schnell wieder drin. Alright, So, off you go. ja, was bleibt mir denn jetzt anderes übrig, als meine Notreserve anzuzapfen? Ja, ich habe ja vorgesorgt für diese harten Zeiten, alles easy. Und ich hätte auch noch eine Bestellung für KG. Übrig, hier 44 mal 20 Gramm, also falls wir Knete brauchen, ist das alles kein Thema. So. Dann pack mal, ja, 9000 da rein, geht nicht anders. So, Koffer raus. Ja, die Notreserven anzuzapfen, das gefällt mir gerade gar nicht, aber nützt nichts. So. Weil ich brauche wieder Wasser von Amy und so weiter. Ja. Und ich will noch schön Weed anbauen. Genau. Denn ich will heute vor der Polizeistation Weed anbauen. Ich weiß bloß nicht, ob das geht. Ob es da irgendwie ein gutes Stück gibt, wo man das machen könnte. Direkt davor geht natürlich nicht. Da ist ja kein Rasen oder so. Aber ich bin optimistisch. So, ich möchte etwas kaufen. Und zwar Wasser. Holen wir mal direkt wieder 8 Flaschen. Die sind auch ziemlich günstig. Ist ja auch nur Wasser. Von Nestle, ne Quatsch. So. Hey, don't try anything stupid. Auf mein Konto jage ich jetzt kein Geld, dann ist das halt ein Minus jetzt für ein paar Videos. Ja, man muss auch mal damit umgehen Okay, können, dass man you're broke good. ist, ja. Also, das ist kein Thema. So, erstmal gucken, kann man hier irgendwo pflanzen? Hier würde gehen, vielleicht. Ja. Und hier würde vielleicht gehen. Ja, Mann, das probieren wir gleich mal. La 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 la. Im Moment muss ich auch nichts bei Eddie bestellen. Doch, muss ich eigentlich, weil ich habe kein Meth mehr in meiner Bude. Wie soll ich denn Keijis Bestellung machen, weil ich kein Meth hab? Ah, Scheiße. Alter, ich bin so pleite. Ich bin so richtig schön pleite. Fuck off, Mann. Ja, dann kann ich nicht mehr bestellen als nötig im Moment. So, ich brauche eben den Taschenrechner. Ich habe jetzt keinen Bock, 44 mal 20 zu rechnen. 44 mal 20. 880 Gramm brauche ich. Na, ganz toll. Na. Ah. Ja. Gut. Eddie. Oh, geil. Ich muss auch noch Geld für den eigentlich abliefern. Aber das ist nicht viel, was ich abliefern müsste. Wie viel war das jetzt? 880, ne? Ja. Dann hol ich. Ja. Ja, wie viel soll ich denn da holen? Ach. Wie viel ist denn 880 durch 3? Okay, mal 2. Dann hole ich 585 Gramm. Ja. Ja. Ein Drittel ist meistens Waschpulver davon, das passt schon. Ja, ich muss jetzt Gewinn irgendwie machen, es geht nicht anders. So. Dann will ich erstmal den Keks anrufen, der mir die Weed-Samen verkauft. Weil sonst wird das ja nichts, ne? Da kann ich lange warten, bis da was vor der Polizeistation sprießt. So, die müssen schön hydrieren. Na, das ist scheiße hier. Die wachsen ja gar nicht, ey. Ich will meinen Weed. Na, es ist halt echt zu wenig Sonne gewesen, glaube ich. Könnte mich auch irren. Vor allem hier schön unterm Gebäude, ja. Der helle Wahnsinn, Erde.
der beste Gärtner im Ghetto wieder am Start. So, die haben alle genug. Perfekt. Ja. Die kontrollieren mich jetzt. Doch nicht. Barney. Barney Stinson, Junge. Ja. Nee, Barney Roman. So, ich kaufe auch nicht viele. 3 Stück oder so. Ja, was wollen die Cops denn haben vor ihrem Haus? Worauf haben die Bock? Ja, die sind schön günstig. Hä, das sind doch dieselben. Ach, du, boah, leck mich doch, ich bin gerade am Weed kaufen. Indoor-Pflanzen wachsen schneller. Ja, yes. Ach so. Okay. Oh Gott, ich hab schon so viel Weed. Hey, hey du Schwanz, wo will denn der hin? Ich... Oh Mann, Barney, was sollen die Grütze? Blöder... Oh Mann, ich war noch nicht fertig, ey. Ja, der hat wieder Paranoia gehabt. Da sprechen uns Cops an und er verpisst sich erstmal. Ja. Toll. Was soll denn das jetzt für eine Aktion, ey? Jetzt kann ich das nicht machen. Oh Mann. Das ist doch kacke jetzt, ey. Kann ich den jetzt nie wieder anrufen oder was? Barney. Ah, das war jetzt voll der Scheißdreck, ey. Geil, witzig. Dann keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Okay, der rettet mir einen Arsch. Ja, Barney, ey, was war denn das jetzt? Ja, witzig, wieso kann ich den jetzt nicht wieder um Meeting bitten? Muss der erst zu Hause ankommen, sich ein Teechen kochen? Ey, das ist doch scheiße. Mann. Ah, jetzt wollen sie alles durcheinander haben hier. Ja, witzig. So, 16 plus 15 sind 31. Lalalala. Komm schon. Was wollen die jetzt auch alle Drops haben? Ich will doch nur ein paar Samen haben von Barney, no homo. Mann, was soll das denn? Ja, es geht. Geil. Ja, das mache ich jetzt gleich. Jetzt muss ich erstmal Ecstasy verkaufen. Leck mich doch, ey. Könnt ihr nicht woanders langlaufen? Was geht denn ab? Wieso ist meine Sichtbarkeit so hoch? Oh Mann, ey. Und ich habe eine... Ah, ich habe einen Koffer. Ja, perfekt. Den kann ich natürlich irgendwo rüberwerfen. Oh Mann. Ja, aus dem Weg, ey. Ich muss weg hier. Die Cops sind mir auf der Lauer. Mein Gott, da tanzt er mir da was vor, der schwarze Typ da gerade. Oh Mann, wirf den Koffer doch vernünftig ab, meine Herren. So. Hey, come over here, pal. Na, wieso hab ich denn wieder alles rot? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hab ich im letzten Video wieder so reingeschissen oder was? Kann mich da nicht dran erinnern. Okay, clean. Ja. Ich gehe nicht nach Hause, ich gehe gleich Gras anbauen vor eurer Polizeistation, Kollege. Ist hier vielleicht noch irgendwo Geld drin? Könnte man ja mal nachgucken. Ne. Ne. Das ist natürlich enttäuschend. Naja. Ja, 10 Milliarden Bestellung. Kein Wunder bei den Preisen, die ich im Moment habe. Oh Mann. Wie viele gibt's von den Leuten eigentlich? Das ist doch nicht normal. Oh, goddammit. So, schnell bevor die Cops kommen. Natürlich, sie kommen. Und dann gehe ich erst zu dem Hanswurst da hinten. So. Sonnenbrillen-Heini, du bist es. Schön, dich wiederzusehen. Achso, das war mein Geld. Na toll. Wie viel war's denn? Na, keine Ahnung. Guck ich mir gleich an, wenn das Video fertig ist, wie viele Sonnenbrillen Heini mir gegeben hat. So, Mia, gib mir die Ware. Ja, gebe ich dir. Willst du mich sonst verprügeln, Mia? Ja, ich habe sogar Angst vor der. Guck mal, wie breit die ist. Die ist breiter als ich. Strong Woman, ja. Die kann 3 Laster schleppen. So.
Na. Dann gehen wir jetzt Weed anbauen. Hier. Yeah. Vor der Polizeistation. Hier. Yeah. Das erhöht nochmal meine Sichtbarkeit und dann kommt die DEA. Ich sag euch das. Nein. Noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob Grassamen illegal sind. Okay. Weil das letzte Mal, als ich erwischt wurde mit denen im Koffer, haben sie mir die nicht abgezogen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass man die Samen dabei haben darf hier. Das Ghetto wird immer mehr zu Amsterdam. Das finde ich gut. So, erstmal speichern. Es war ja sehr erfolgreich. Ich habe mir $100 von Sonnenbrillen-Heini geholt. Diesen Fortschritt darf man natürlich nicht verlieren. So. Wir, die labern mich jetzt wieder an. Yeah, Barney, du hörst aber geile Mucke. So, diesmal mache ich es ein bisschen versteckter. So, dann nehmen wir das günstigste. Ah, okay, Outdoor-Pflanzen wachsen langsamer. Gut, dann habe ich gar nichts verkackt. Dann holen wir mal 4 Pflanzen. Einfach weil ich pleite bin. Der pleite Geier RDLP hier. So, und dann gehen wir vor der Polizeistation pflanzen. Das wird super. Lalalalalalalala. Die werden sich freuen. Gras vor der Polizeistation. Immer wenn euch der Job zu hart wird, liebe Polizei, dann könnt ihr auf RDLP zählen. Das geht sogar, ja geil. Yeah. Ah, hier ist ja perfekt, aber hier geht nicht. Das ist schade. Ja, wir müssen das mal eben kontrollieren, ob der mir das abnimmt. Ja, wir müssen es jetzt mal ausprobieren. Das sieht man natürlich gerne. So. So, hier kommt was hin. Hier kommt was hin. Shit. Schön! So, kann man doch irgendwo was hinpflanzen, wo das direkt bei der Polizeistation ist. Nee, dann pflanze ich da noch was hin, neben den. Nee, dann kommt da noch was hin. Das ist nämlich direkt vor der Polizeistation. Yeah! Geil! Das merken die nie. Yeah! Ja, ich muss jetzt erstmal meinen Ruf in Ordnung bringen und dann mein Geld im nächsten Schritt. Damit ich, einfach wieder das ganze Ghetto, was heißt wieder, damit ich einfach das ganze Ghetto vollpflanzen kann. Das muss das Ziel sein, Leute, weil ich werde richtig viel anbauen. Das ist so günstig und da gibt es so viel Ertrag von. Guck mal, wie viel Weed hier rumliegt. Ghetto-Kusch, yeah, man. Aber irgendwie will noch niemand was haben, also keine Ahnung, von meinem Gras, von meinem geilen Gras, so mit Dead Town. Two Towers, alter Marktplatz, Kennel, Two Towers, Downtown, East Old Town, Stink, West Old Town, West Dead Town, alter Marktplatz, ja, gut. Nützt ja jetzt nichts. So, 4 Gramm brauche ich insgesamt davon. Ich mache im Moment nur Verlust, also geht nicht anders. So, ist hier noch was drin? Nee. Da würde ich gerne nämlich noch mehr Kokain da reinknallen. Fentanyl, Turn-Up-Speed, okay. Habe ich hier doch irgendwo Koks liegen? Nirgendwo? Scheiße, ich dachte... Hero, Turn-Up. Fentanyl. Nee, doch, hier. Alles gut. So, dann mach mal... Na, 20, 23 rein. Damit das einfach eine bessere Mische ist, damit mein Ruf wieder hochgeht. Na, falsche Taste. So. 3 Gramm. Das darf ich mich natürlich hier nicht erwischen lassen. Das wäre nicht so gut. Ah, hier sind aber auch immer viele Cops. Also das ist der einzige Nachteil vom Apartment. Du gehst aus der Haustür, bam, ganze Polizeistation wartet davor. Vor deiner Haustür, ja. Ja, die beschatten mich schon, observieren mich. Ja, so ist das Fachwort. So. Lalalala. So, was willst denn du haben, Paul? Adidas? Wie viele Adidas-Leute gibt's da eigentlich?
Großfamilie, total verteilt im Ghetto. Man kennt sie, die Adidas-Familie im Ghetto. Oh Mann. So. Der andere war, ach genau, das war ein Deadtown und ein Downtown. Aber irgendwo müsste noch einer sein. Na egal. Hä, wo ist denn der andere? Ich hab nur einen auf der Minimap. Was sollen die Grütze? Na geil, Polizeistunde. So, die laufen nicht hier hin. Natürlich laufen die hier hin. Ja, nee, schön vorsichtig sein. Ja, sonst schnappen die dich noch. So. Oh Gott, da waren Cops. Ich laufe hier rum. Wie ein Rhinoceros im Porzellanladen verhalte ich mir hier. Total. Ja, unbeschwert jogge ich hier rum. So, da ist er, da ist er, da ist er. So, jetzt sollte mein Ruf aber wieder nach oben gehen. Wenn ich das mal behaupten darf. So. Wo ist eigentlich mein Seesack? Den brauche ich ja gleich. Ja, toll. Jetzt habe ich wieder keine Ausdauer. Super. Wer hat die Autoreifen vor meinem Haus abgestellt, ey? Mann. Spiel speichern. So, wo ist mein Seesack? Da. Den brauche ich jetzt gleich für Meth. Ja. Aber Eddie ist noch nicht so weit. Soll ich die Meth-Bestellung noch in diesem Video machen? Ja, wieso eigentlich nicht, ne? LKW-Reifen. Wo ist denn das? Im Friedhof? Nee. Da ist die Ganglieferung. Ah, okay, dann weiß ich, wo das ist. Da muss ich jetzt ein bisschen zusehen, weil, ja. Ach, hier war auch noch Geld drin. Ah, okay, ich bin gar nicht pleite. Ist ja geil. Das sieht man natürlich gerne. Ja, 8000 Dollar, schmeckt. Ja, geiles Ding. Ah, erstmal verprassen gehen. Wo ist das nächste Bordell? Nee, Quatsch, Mann. Die Getränke sind mir da zu teuer. Ja, das kann ich nicht machen. Da bezahlst du ja safe 30 Dollar für einen Schluck Cola. Boah, ich habe gar nicht geguckt, ob ich Drogen da noch drin hatte, aber anscheinend nicht. Sehr gut. Ja, perfekt, Mann. Geiles Ding. Lalalala. Ich hol nur jemand kurz beim Meth ab, ne? Kümmert euch nicht um mich. Hä, sonst läuft hier mal Mucke. Was soll denn das jetzt? So, hier muss das irgendwo sein. Ja. Ey, Eddie, was soll denn der Kram? Wieso packt er mir das so komisch ab? Na, egal. Soll ich was ziehen, damit ich schneller bin? Nee, ich bring das nüchtern nach Hause. Man sollte vielleicht bei so einer großen Lieferung einen klaren, kühlen, nüchternen, rationalen, sachlichen Kopf behalten. Ja, jetzt fallen mir keine Adjektive mehr ein. So. Lalalala. Oh, scheiße. So. Polizeistunde, na ganz toll. Ja, mixen wir das kurz zusammen. Was heißt denn, du kannst das nicht machen, wenn du... Wie haben die mich überhaupt gesehen, Mann? Das ist so einziger Witz, ey. Mann, ich stand doch nur vor meiner Haustür. Geht's eigentlich noch? Das ist echt reinste Polizeischikane. Ja, leck mich am Arsch, Mann. So. Ist hier noch was da gewesen? So, das hier oben waren gute Mischen, ne? Ich glaube, das hatte ich mir so gemerkt. Ja, ich hoffe es. Wir können das ja ganz leicht kontrollieren, ob das gute Mischen sind. Indem wir eine probieren, ne? Ja. Ja, ist eine gute Mische. Die anderen auch. Na gut, Teil. Gut, es liegt im Auge des Betrachters, aber nee, das kannst du verkaufen. Da meckert Keiji nicht, wenn er das bekommt. Na toll, ich habe keinen Aceton mehr. Ja, es reicht nicht. Habe ich vielleicht in meiner anderen Bude noch was stehen? Ja, ich bin jetzt eh geflüchtet. Egal. So. Ist eh Polizeistunde, ich brauche jetzt nicht auf Cops achten. Also, ob ich geflüchtet bin, meine ich. Na, natürlich habe ich hier auch kein Aceton. Ja, da
bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu Amy zu dackeln. Ah, das gefällt mir jetzt gar nicht. Das hätte ich vermeiden können. Ja, scheiße. Oh, Mann. Natürlich darf mir jetzt nicht mein Meth abhanden kommen. Na, ich brauche natürlich Bargeld, Erdi. So, 400 passt. Dann ziehen wir uns trotzdem nochmal eben um. Ja, das ist jetzt Risiko, was ich absolut hätte vermeiden können. Aber ich brauche halt mehr Aceton. Es geht nicht anders. Weil ich baller da 10 Gramm rein, das bleibt weiterhin so. So, das sieht gut aus. Amy, 24/7, nur am Arbeiten. Richtiger Workaholic, die Frau. So, dann holen wir direkt 2 Flaschen. Ja, weil Aceton habe ich immer zu wenig. Genauso wie Waschpulver. Wenn ich schon mal hier bin, dann holen wir noch was. Ganz im Ernst. Ja, die Musik klingt auch geil auf Waschpulver. So schön. Kann ich das eigentlich machen? Ne, das geht nicht. Ich dachte, vielleicht kann man das in den Quickslot packen, das Waschpulver. Aus der Packung. Nicht mal zerbröselt, einfach ziehen. Hier. Yeah. So, eben. Ah, ich bin wieder nüchtern. So, so sehen die mich nicht. Und ich hab's gepackt. Na, Waschpulver hätte ich noch genug gehabt, aber ist auch egal. So, ne, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge jetzt. Die geht schon lange genug. Da mache ich in der Folge gleich die Bestellung für Dom. Ja, und guckt, wie mein Weed vor der Polizeistation gedeiht. Bis dann, RDLP.